Ja, und damit kommen wir dann zur dritten und höchstwahrscheinlich größten Kategorie innerhalb dieser Fragerunde zu den Let's Plays. Ja, und da ist jetzt die erste Frage, wie ich denn überhaupt zum Let's Playen gekommen bin. Also ich habe ja Let's Plays schon 2009 für mich entdeckt, noch fernab von Gronkh und Co. Und habe immer gedacht, Mensch, die Leute, die das machen, Respekt, aber das könnte ich nie. Und das hat ungefähr bis ja, 2011 oder so gedauert, Ende 2011. Dann dachte ich schon so, naja, also ich habe dann auch schon ein paar weibliche Let's Player so kennengelernt und habe mich dann halt, sag ich jetzt mal, auch mehr damit identifizieren können. Und ja, und dann habe ich dann schon eher gedacht, Mensch, eigentlich. Was die da machen, normalerweise könnte ich das auch, aber ich wäre viel zu faul, mich mit dem technischen Know-how oder so zu beschäftigen. Und ich habe eh keine Zeit. So, und ja, und dann habe ich bei Auraya, die ich ja auch noch auf meiner Kanal-Startseite verlinkt habe, habe ich dann die ganzen Tomb Raider-Let's Plays mir angeguckt, oder zumindest einen Teil davon, und fand das auch total super, abgesehen davon, dass sie halt, ja, immer relativ schnurstracks durchrennt, ohne sich um Geheimnisse oder dergleichen zu kümmern. Also zumindest was die alten Teile betrifft. Und das fand ich einfach ein bisschen schade. Und dann habe ich halt auch parallel wieder angestarrt dadurch, da bekommt man ja meistens immer Lust, dass die Spiele dann nochmal selber zu spielen. Ja, habe dann parallel dazu nochmal Tomb Raider gespielt und dann habe ich irgendwann festgestellt, Moment mal. Du redest quasi irgendwie gerade mit dir selbst vor dem Computer. Du hast zu viele Let's Plays gesehen. Ja, dann kannst du es jetzt auch aufnehmen. Ja, und dann habe ich das gemacht und also habe dann halt angefangen, mich mit dem ganzen technischen Drumherum zu beschäftigen und habe festgestellt, dass es auch tatsächlich geht und fand die Idee eigentlich ganz cool. Und dann habe ich aber so gedacht, naja. Bevor du jetzt aber hier dieses Riesenprojekt mit Tomb Raider auspackst, kannst du erstmal was Kleineres, Simpleres machen. Und so habe ich dann halt mit Limbo angefangen. Und in der chronologischen Reihenfolge, sag ich jetzt mal, der ganzen Entstehung, kommt dann jetzt die nächste Frage, wie ich dann auf meinen YouTube-Namen gekommen bin. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich mag ich gar keine Bernsteine. Also jetzt nicht so sonderlich. Und meine Lieblingsfarbe ist auch eigentlich blau und ja. Ursprünglich rührt das mit den Bernsteinen noch aus dieser, ja, ich sag mal, Prä-Teenie-Zeit her, wo man irgendwie sich so ein bisschen als Mädchen für Astrologie-Scheiß interessiert hat. Irgendwie so Sternzeichen, Bedeutung und so Kram. Und ja, und zum Sternzeichen bei mir gehört halt Feuer und Bernstein mit dazu. Und ja, da habe ich mir das so ein bisschen aufdrücken lassen. Und ich habe dann halt auch später manchmal für irgendwelche Accounts so als, ja, als Name dann manchmal so Amberlight benutzt. Und habe halt auch überlegt, ob ich den Namen jetzt für YouTube nehme. Aber erstens war die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas mit Amberlight schon existiert, relativ hoch. Und zweitens habe ich dann gedacht, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn man anhand des Namens schon erkennen kann, dass es A, eine weibliche Person ist, die da sprechen wird, und dass es B, ein deutsches Let's Play ist, ohne dass man jetzt halt auf den Namen der Folge konkret achtet. Und ja, das mit dem Deutsch, das hat jetzt nur bedingt funktioniert, weil irgendwie gibt es jetzt noch einen französischen Kanal, der irgendwie auch Madame Bernstein heißt, aber mit Leerzeichen dazwischen. Das Leerzeichen für den YouTube-Kanalnamen habe ich ungefähr um ein paar Monate verpasst, glaube ich. Also um 2 oder so. Dass man das da halt offiziell halt mit einfügen darf. Ja, auf die Idee, hinten LP dran zu kommen, bin ich überhaupt nicht gekommen. Hinten LP dran zu hängen, bin ich überhaupt nicht gekommen. Ja, habe ich dann erst im Nachhinein festgestellt, dass das sehr viele gemacht haben, aber naja, mein Gott, ich finde es eigentlich so ganz okay. Ja, und so war dann der Kanal geboren und am 25.07.2012 ging das erste Limbo-Video online, also das erste Video überhaupt auf meinem Kanal.
Und ja, ein bisschen länger als ein Jahr hat es dann gedauert, bis die 100 Abonnenten zusammenkamen. Denn das war halt auch noch eine Frage. Und ja, und damit kommen wir dann jetzt noch zu ein paar Fragen, die sich halt, sag ich jetzt mal, inhaltlich ein bisschen überschneiden und so ein bisschen ineinander laufen. Aber ich habe das jetzt trotzdem mal versucht, so ein bisschen noch einzeln zu halten und zu sortieren. Und zwar als erstes die Frage, was mich denn am Let's Playen fasziniert. Ja, also ein Hauptkriterium ist halt, dass man quasi Spiele, die man schon mal irgendwann gespielt hat und die einen halt irgendwie beeindruckt haben, dass man die sozusagen nochmal anderen nahe bringen kann. Also sei es jetzt Leuten, die das Spiel halt noch gar nicht kennen, oder sei es eben Leuten, die das Spiel vielleicht auch schon mal gespielt haben, aber es zum größten Teil halt vergessen haben. Beziehungsweise, dass man halt natürlich, also jeder macht ja beim Spielen, wenn man ein Spiel jetzt neu spielt, quasi eigene Erfahrungen und hat dabei eigene Emotionen. Sodass quasi, deswegen ist ja auch eigentlich kein Let's Play wie ein anderes. Und selbst wenn es das gleiche Spiel ist und selbst wenn dieses Spiel sehr streng linear ist, ja, das... dass man sozusagen diese Emotionen dann halt auch einfach mit einem Publikum teilen kann und dann halt auch diese Sachen, an die man sich dann halt auch zurückerinnert, dieses Erstaunen, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Twist in irgendeiner Story kommt oder wenn man sich an irgendeiner anderen Stelle gruselt oder sowas, dass man das sozusagen so ein bisschen, ja, also wenn dann, dass man dann halt weiß, dass das vielleicht jemand gerade sieht, der das eigentlich alles noch nicht kennt und der, für den es halt völlig neu ist und es ist eigentlich, also es macht das Ganze sozusagen zu einem doch eher, ja, klingt jetzt vielleicht komisch, aber auch zu einem irgendwo sozialen Erlebnis, sag ich jetzt mal. Also ich bin ja der eher unsoziale Computerspieler, weil ich halt immer nur diese Singleplayer-Offline-Spiele spiele. Und ja, deswegen ist es halt eine sehr spannende Geschichte, dass man da dann sozusagen so eine Art soziale Komponente oder dann halt auch die Interaktion über die Kommentare dann halt da mit reinbringt. Und es ist halt auch ein sehr, sehr schönes Gefühl einfach, das so ein bisschen anderen halt zu zeigen. Oder dann eben auch, wenn man jetzt quasi ein Spiel selber neu spielt, was man noch nicht kennt, dass man auch da dann natürlich klar nochmal gewisse Emotionen hat, die man dann halt auch in dem Moment eben teilt, dass man da sich quasi nicht so richtig allein fühlt und das also hilft mir persönlich zum Beispiel sehr an unheimlichen Stellen. Aber es ist halt auch einfach schön, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, man ist jetzt nicht der Einzige, der jetzt hier staunt oder lacht oder was oder ja, vielleicht auch weint, je nachdem. Hatte ich jetzt noch nicht, aber ich habe auch schon also Let's Plays gesehen, wo dann halt die Leute einfach total baff waren und einfach irgendwie, ja, wo dann so, wo man dann gemerkt hat, da kullern jetzt fast schon ein paar Tränchen und das war schon, ist schon einfach eine sehr interessante Sache. Und dazu kommt dann eben auch noch, dass man auch so ein bisschen, also so ein gestalterisches Element halt mit drin hat, also gerade wenn man jetzt schon ein Spiel kennt, dann kann man sich halt genau auch überlegen, wie man das jetzt aufziehen möchte, wie man beispielsweise eine Story, die da halt drinsteckt, wie man die jetzt nahebringen möchte. Also bei Divine Divinity hat das jetzt nicht ganz so gut geklappt, weil ich bei den Quests immer lustig hin und her gesprungen bin und dann doch immer nicht unbedingt gleich das gemacht habe, was ich eigentlich angekündigt hatte. Das hat das Folgen vielleicht nicht ganz so einfach gemacht. Ja, aber dass man sich vom Prinzip her schon überlegen kann, wann lässt man das Spiel quasi einzelne Story-Elemente preisgeben? Oder eben, dass man, wie ich das jetzt bei Tomb Raider vorhabe, dass man halt eben eine Story reinbaut an der Stelle, wo vielleicht das Spiel jetzt gar keine so richtig vorgesehen hat. Und das ist halt auch so ein bisschen das Hauptmerkmal, was ich eigentlich meinen Let's Plays am Anfang geben wollte, dass ich halt gerne mit meinen Let's Plays auch Geschichten erzählen möchte. Und ja, ich meine, gut, das bietet sich jetzt halt bei einigen Spielen nicht ganz so sehr an wie bei anderen und hat jetzt auch nicht immer funktioniert, sage ich jetzt mal. Aber ja, das ist halt was mir persönlich halt einfach Spaß macht, dass ich dann halt darüber nachgrüble,
wie das jetzt quasi auch vielleicht als filmisches Erlebnis wäre oder als Leseerlebnis. Und ja, also wahrscheinlich eher filmisch, weil ich meine, im Grunde genommen ist es ja eher ein, ja, es ist ja quasi ein filmisches Medium. Aber ja, dass man da sozusagen so ein bisschen künstlerische Freiheit hat, und da tobe ich mich halt momentan gerade aus, so ein bisschen. Wie gesagt, klappt nicht immer vielleicht ganz so gut, aber ja, also es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ich halt auch gerne schreibe, und das spiegelt sich halt auch da so ein bisschen mit wider, dass ich dann halt auch gerne Dinge auch mal auf andere Art und Weise inszenieren würde oder auch inszeniere, als eben jetzt nur auf dem Papier. Ja, und damit rein spielt jetzt halt eben auch die Frage, wie ich mich eigentlich für so viele Videos und eben auch für YouTube allgemein motivieren kann, also so viele Videos halt zu kreieren. Und jetzt mal abgesehen von dem ganzen eben genannten über Let's Plays, allgemein muss ich sagen, ist auch eine große Motivation für mich, dass ich einfach vom Prinzip her auch gerne irgendwas immer archiviere. Also ich habe mir schon früher immer gerne zu irgendwas Listen gemacht und selber Komplettlösungen geschrieben. Aber also da war es mir dann halt auch wichtig, dass das Komplettlösungen sind, die so entstanden sind, oder halt Notizen zu irgendwelchen Spielen. So wie ich das Spiel gespielt habe, weil ich meine, aus dem Internet, aus irgendeiner anderen Komplettlösung abzuschreiben. Also es ging mir jetzt nicht darum, die Komplettlösung zu haben, sondern das sozusagen für mich zu entdecken. Und ich weiß auch nicht warum, aber ich habe auch... Also ich habe zum Beispiel irgendwie so ganz alte Charakterlisten von Gothic, also wo die ganzen Charaktere aufgelistet sind und wo man die finden kann beispielsweise, weil ich ja einfach irgendwie Spaß dran habe. Und genauso gut habe ich auch noch von früher irgendwelche alten Tomb Raider-Statistiken aufgehoben. Und ja, ich erinnere mich dann auch gerne immer mal so zwischendurch, was man da eigentlich machen musste und so. Und deswegen... fange ich dann auch manchmal nochmal alte Spiele nochmal an, komme dann aber manchmal auch nicht mehr so weit, da reicht dann die Motivation nicht aus. Ja, einfach um das nochmal alles zu sehen, und wenn ich da quasi selber schon Videos von habe, dann brauche ich es ja quasi nicht nochmal zu spielen, wenn ich mir das einfach nur nochmal angucken will. Und das war halt auch so ein bisschen so ein Grundgedanke, und ja, also dieser Archivierungstrieb. Nicht, dass ich mir jetzt irgendwie wahnsinnig gerne Let's Plays von mir selber angucken würde im Endeffekt. Von der Warte her ging es so ein bisschen nach hinten los, aber falls man dann doch nochmal irgendwas nachgucken will, auch irgendwelche, keine Ahnung, wichtigen Dialoge oder so von irgendwelchen Spielen, bevor man dann bei YouTube sich durchklickt bei anderen Let's Playern oder bei irgendwelchen anderen Komplettlösungen, die ja dann wiederum Dialoge gerne mal skippen. Ja, da habe ich dann lieber mein eigenes System, dann weiß ich auch, was ungefähr in welcher Folge war, und dann kann ich da immer mal nochmal wieder nachschauen, wenn ich denn dann irgendwann eine riesige, schöne Videobibliothek habe. Von vielen verschiedenen Projekten. So viele verschiedene sind es ja jetzt noch gar nicht. Ja, aber das spielt da halt auch noch so ein bisschen mit rein. Wobei jetzt halt wirklich die Anzahl der Videos an sich spielt da ja jetzt eigentlich nicht so die große Rolle. Also ich duck mich nur immer so ein bisschen so gefühlt, wenn ich halt merke, oh Gott, du hast jetzt allein irgendwie für den und den Tomb Raider Level schon wieder so viele Folgen gebraucht. Dann liegt das einfach nur daran, weil mich persönlich selber lange, also nicht lange Folgen, aber sehr lange Let's Plays irgendwie so ein bisschen abschrecken und ich die halt selber nicht so gerne sehe und ich das dann auch bei mir selber so ein bisschen vermeiden will. Aber ich habe jetzt auch schon oft genug das Feedback bekommen, dass das mit dem Tempo her halt einfach auch so passt und die Leute gucken es halt gerne. Ihr guckt es gerne und das finde ich klasse, und dann kann ich das halt einfach so machen, wie ich das möchte. Ja, und das ist dann nämlich die Hauptmotivation auch mit euer Feedback, eure Kommentare. Wenn ich das lese, dann denke ich jedes Mal, ja, egal wie wenig Bock du hast, du müsstest dich jetzt echt mal wieder ransetzen. Und dann macht es halt auch wieder Spaß und... das ist halt einfach schön. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also vielen, vielen Dank dafür. Und das ist einfach, das tut einfach gut. Und ja, auch wenn vielleicht keine Kommentare kommen, sondern halt einfach nur Likes verteilt werden, das ist halt einfach schön.
Ja, und wenn ich so zurückblicke jetzt auf diese ganze Zeit des Let's Playns, um jetzt mal vielleicht nicht unbedingt konkret eine Frage zu beantworten, sondern halt einfach nur mal so ein Fazit über ein Jahr, ich sag jetzt einfach mal ein Jahr Let's Play machen zu ziehen. Ja, also es ist halt interessant, wie sehr man dann halt auch so ein bisschen von Zahlen sich abhängig fühlt. Am Anfang ist es so, dass man sich dann halt wirklich über jeden View und über jeden Like ganz doll freut. Also ich freue mich ja immer noch über jeden Like. So viele kriege ich ja mal in der Regel jetzt auch noch nicht und so viele Views. Aber ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe jetzt den Faden verloren. Ja, aber dass man dann halt so halt wirklich sehr, sehr auf diese Zahlen immer achtet und dann auch immer aktualisiert und nachguckt und macht sich da irgendwie sehr abhängig davon. Das war ganz interessant, das zu beobachten. Also oftmals sagt man ja so, ja, man macht es ja so als Hobby und ja, da sollte einem das ja eigentlich egal sein, wie viele Views man bekommt und es sollte einem ja auch nicht so wichtig sein, wie viele Abonnenten man hat. Aber wenn wir doch ehrlich sind, ich meine, Let's Plays, das ist einfach ein Hobby, das ist ja dazu gemacht, dass es eben öffentlich ist und dass es halt auch eine, also dass auch eine Art von Interaktion halt stattfindet. Und deswegen finde ich, darf man da auch ein bisschen hinterher sein mit der Statistik und darf auch gerne rumjammern, wenn man halt nicht so viel hat. Und ich habe gerade ein Déjà-vu, habe ich das schon mal irgendwo in irgendeinem Video gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder ich habe das schon mal irgendjemandem erklärt. Ich weiß es gerade nicht. Egal. Ja, aber jedenfalls finde ich, also man darf da halt auch gerne mal so ein bisschen, ja, ich hätte gerne und ja, das wäre doch toll und ja, und dann freut man sich über die und die Zahl und dann hat man die und die Zahl erreicht und ja, und dann muss man halt ganz doll aufpassen, aber auf der anderen Seite, um sich nicht zu sehr abhängig davon zu machen und ja, gerade wenn es dann halt darum geht, wenn Let's Player, sag ich jetzt mal, sehr früh anfangen, Videos zu monetarisieren und damit Geld zu verdienen, ich meine, wenn es ums Geld geht, dann hört ja meistens der Spaß bekanntlich auf. Und ich glaube, das ist dann halt gerade, was das betrifft, auch ganz schön gefährlich. Also sich über soziale Interaktion und Feedback in irgendeiner Art zu freuen, das ist ja völlig okay. Und auch wenn das Feedback jetzt nur in der Hinsicht da ist, dass man irgendwie Zahlen hat und jetzt keine direkten Kommentare, dann ist es ja, sage ich jetzt mal, auch streng genommen eine Art von Feedback. Ja, aber man darf sich dann halt auch wiederum nicht zu sehr davon runterziehen oder eben nicht zu sehr davon abhängig machen, runterziehen lassen. Ja, das ging ja dann auch manchmal so, dass man dann so denkt, oh mein Gott, ich habe jetzt plötzlich einen Abonnenten weniger. Ich habe nur noch 12 Abonnenten statt 13. Was habe ich falsch gemacht? Ich muss im nächsten Video unbedingt was ändern. Naja, ganz so schlimm war es nicht, aber man, also als Anfänger denkt man sich dann schon so, was ist jetzt eigentlich passiert und warum? Oder man kriegt halt den ersten Dislike und denkt so, oh mein Gott, was mochte derjenige jetzt nicht? Was soll ich denn anders machen? Ja, es ist bei Dislikes sowieso immer so eine Sache. Wenn die Leute disliken, das habe ich auch schon mal in dem einen Tomb Raider Video gesagt, wenn die Leute disliken und nicht hinschreiben, warum, bringt es eigentlich überhaupt nichts. Und dann kann man es auch einfach ignorieren. Es gibt ja, also bei den normalen YouTube-Videos, die halt irgendwie einen Haufen Views haben und dann die Hälfte Likes und die andere Hälfte Dislikes, da hat man ja meistens in den Kommentaren dann ja, findet man genug Anhaltspunkte, woher die Dislikes kommen meistens. Aber bei solchen Sachen ist es halt immer so eine Sache und Let's Plays sind ja auch sowieso, ja, sind halt Geschmackssache und manche verteilen ja schon Dislikes, nur allein, weil da überhaupt irgendjemand ist, der dazwischen brabbelt. Ja, okay, ja, jetzt habe ich, glaube ich, genug über die Motivation und auch über so ein bisschen diesen Zwiespalt gesprochen, wie das halt ist, wenn man... Also ja, man macht ja quasi auf der einen Seite Hobby und auf der anderen Seite möchte man aber auch eigentlich ja gerne schon so ein bisschen ein paar Zahlen anhäufen, sage ich jetzt mal. Das gehört einfach damit dazu. Und ja, da halt so ein bisschen den Mittelweg zu finden, sein Ding durchzuziehen und auf der anderen Seite halt ja so ein bisschen aber auch auf die Zuschauer hören, das ist schon
ist schon nicht ganz einfach. Ja, und damit komme ich dann auch zur nächsten Frage. Und zwar, ob ich denn, also apropos Interaktion, ob ich denn später auch mal Umfragen mache oder irgendwie mit Hilfe von, also mit Multiplayer-Spielen dann irgendwie auch mal Abonnenten mit einbeziehe oder halt Abonnenten auch anderweitig mal mit einbeziehe. Ja, das ist ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Also Umfragen, prinzipiell finde ich das okay und ich habe mich auch immer eigentlich auf dem Moment so ein bisschen gefreut, wenn ich dann mal wirklich eine Umfrage starte. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer so, dass ich immer spontan, also ich bin halt immer sehr spontan, was meine Lust betrifft auf irgendwelche Projekte. Und dann ist es halt so, wenn ich dann eine Umfrage starte, dann habe ich meistens schon im Hinterkopf so einen Favoriten, sage ich jetzt mal, auf den ich mehr Lust hätte als auf den anderen. Und dann ist es halt so ein bisschen, naja, Aber nichtsdestotrotz werde ich bald eine Umfrage starten. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass ich die Umfrage schon in diesem Video starte. Also sozusagen das Zwischenprojekt für die Wine Divinity. Aber, also ich hatte ja in Wine Divinity auch ein kleines Motivationsloch jetzt zum Schluss, wo ich gedacht habe, oh, ich muss mal eigentlich was anderes spielen. Gerne mal ein anderes Rollenspiel auch. Und da könnte man ja vielleicht mal irgendwie parallel noch ein anderes Projekt anfangen. Ist jetzt bei meiner Upload-Dichte gerade so eine Sache. Habe ich jetzt auch einfach drauf verzichtet, weil die Pause war jetzt auch lang genug. Ich habe jetzt wieder Lust und ich spiele das Spiel jetzt erstmal fertig und dann kommt das nächste Rollenspiel und dann kommt eine Umfrage, was denn dieses nächste Rollenspiel ist. Es wird sich also Divinity 2 wahrscheinlich nicht gleich anschließen. Oder ich beziehe es in die Umfrage mit ein. Werde ich mir noch überlegen, dann spontan. Ja, weil, ja, wenn ich dann mit Divine Divinity fertig bin, wer weiß, worauf ich dann wieder Lust habe. Das ist halt wirklich schwierig. Ja, so viel zu Umfragen. Multiplayer mit anderen Abonnenten finde ich persönlich schwierig. Weil erstens spiele ich nicht so gerne Multiplayer. Also wenn dann halt nur so, ja, nur mit Leuten, die ich halt wirklich eigentlich schon gut kenne und wo ich dann halt ungefähr schon so ein bisschen eine Vorstellung davon habe, wie ihre Spielweise ist. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich halt gerne nur mit Leuten zusammen spiele, die gut spielen können. Um Gottes Willen, ich bin ja selber nicht gerade die beste Spielerin, aber ja, es ist, ich weiß nicht, ich habe dann immer so ein bisschen, also ich weiß gerne einfach ungefähr, woran ich bin, sage ich jetzt mal. Und dann ist halt ein ganz, ganz großes Problem, gerade wenn man dann halt ein paar Abonnenten hat, die das halt gerne machen würden. Und man hat dann halt einfach nicht die Zeit, es mit allen zu machen. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, ja, mit wem macht man es denn dann? Und das ist total blöd, weil dann muss man irgendwelche Leute rauspicken, die man halt gar nicht kennt und muss die einen bevorzugen und bevorzugt halt die anderen nicht oder stellt sie dann halt hinten an und und ich meine, klar, man könnte dann sagen, okay, wer zuerst kommt, mal zuerst, aber ich persönlich mag halt sowas nicht und das weiß ich auch zum Beispiel von Udwin, dass der das auch nicht macht, aus genau diesem Grund, weil er hat halt sowieso, also bei ihm ist ja sowieso noch das Problem, er hat ja noch viel, viel mehr Leute, die sich dafür interessieren, also die mal gerne mit ihm ein bisschen Stronghold oder sowas spielen würden, sodass er da wirklich gar keine Chance hätte, irgendeine Entscheidung zu treffen. Aber ich will halt erst gar nicht damit anfangen, weil sonst führt das halt dann nur irgendwie, also ich glaube, das ist dann irgendwie, hat dann so einen hässlichen Rattenschwanz dran und darauf möchte ich dann halt einfach verzichten. Und mit Let's Play Together ist das auch so ein bisschen so eine Sache, das mache ich halt eigentlich auch nicht wirklich gerne, weil ich halt, ich habe halt gerne so ein bisschen selbst die Kontrolle über meine eigenen Videos und dann kann ich das alles selber verwalten und alles selber fertig machen. Und wenn da halt noch jemand anderes mit im Boot ist, das stelle ich mir halt immer irgendwie schwierig vor. Mal abgesehen davon, dass ich persönlich es schwierig finde, erstmal ein Spiel zu finden
zumindest von meiner Seite, wo man ein Let's Play Together machen kann. Ja, weil ich halt auch nicht so viele Spiele, für die sich das halt eignen würde, sage ich jetzt mal. Ist halt ein bisschen schwierig. Ja, das dazu und anderweitige Einbeziehung bin ich momentan eigentlich noch ein bisschen zu unkreativ. Also was bisher halt mit der Fall ist, dass ich mir halt gerne, sage ich jetzt mal, Ideen geben lasse von euch, was ich denn so spielen könnte. Ich habe auch schon einiges bekommen und einiges ist dadurch auch schon auf meiner Liste gelandet. Ich habe es halt nur noch nicht umgesetzt. Ja, kommt hoffentlich alles. Könnt ihr dann auch jetzt am Ende des Videos sehen, wo ich dann den Ausblick auf die nächsten Projekte gebe, was da alles momentan so auf der Liste steht. Ja, also das dazu, zu der Sache mit der Einbeziehung der Abonnenten. Was anderes kann ich da jetzt nicht großartig sagen. Also, ja, das kommt dann vielleicht nochmal mit der Zeit, dass mir da dann irgendwas anderes noch einfällt und vielleicht klappen dann auch andere Sachen noch, wer weiß. Aber das ist der momentane Stand der Dinge. Und ja, aber ich beziehe euch natürlich gerne ein, wenn irgendwelche Fragen oder Kommentare sind oder so, dann ja, ich unterhalte mich auch gerne in den Kommentaren mit euch und diskutiere gerne über Lerbas Sprungweite. Ja, als nächstes steht dann eine Frage auf dem Programm, wo ich mich ein bisschen, sag ich jetzt mal, ein bisschen schwer mit tue. Also ich habe schon viel und oft darüber nachgedacht, aber eigentlich habe ich noch keine so richtige Antwort darauf gefunden. Und da spielt dann auch so eine andere Frage mit rein. Und zwar, was denn eigentlich mein Ziel ist und wo ich mich irgendwann mal sehe und wo ich gerne hin will damit, wie sich denn der Kanal entwickeln wird. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen, gehört da vielleicht auch so ein bisschen die Frage rein, ob ich denn auch mal Momente hatte, wo ich halt dachte, dass es jetzt vielleicht mal besser wäre aufzuhören. Weil ich jetzt nicht so den Raketenstart hingelegt habe oder weil halt irgendwas anderes ist, sage ich jetzt mal, weil einfach die Motivation fehlt. Also sagen wir mal so, bisher habe ich nicht darüber nachgedacht aufzuhören, weil ich gerne einfach das fertig machen möchte, was ich angefangen habe, und das ist in dem Falle auf jeden Fall das Divine Divinity Let's Play und auch dieses große, fette, dicke Tomb Raider Projekt. Und solange wie diese beiden nicht abgeschlossen sind, werde ich auf jeden Fall weitermachen, egal wie lange es dauert und egal was es mich kostet. Naja gut, vielleicht nicht ganz egal, was es mich kostet, wenn jetzt zum Beispiel YouTube irgendwie so nutzerunfreundlich wird, dass es gar nicht mehr geht und dass ich überhaupt nicht mehr damit klarkomme, dann wird es vielleicht, also werde ich das vielleicht irgendwie dann anders lösen für die Zukunft oder ich lasse es dann halt irgendwann sein. Aber wir hoffen alle, dass es nicht passiert. Aber irgendwie hat man schon so in letzter Zeit das Gefühl, dass dahin die Reise irgendwann mal gehen könnte, oder? Ich meine, jetzt mit dieser Google Plus Sache, das war ja wieder was ganz Furchtbares, was sie da ausgehackt haben. Also zumindest für mich noch, weil ich mich noch nicht so sehr jetzt damit vertraut gemacht habe und noch keine Vorteile so richtig darin erkennen konnte. Für mich ist irgendwie nur alles wahnsinnig kompliziert geworden, gerade im Moment. Ja. Also so lange werde ich halt auf jeden Fall weitermachen und deswegen, also ich hatte bisher da auch keine Momente, wo ich gedacht habe, ich höre jetzt auf. Aber ich hatte schon Momente, wo ich so dachte, oh Gott, jetzt irgendwie ist es alles irgendwie nicht so toll. Und ja, andere, die haben viel schneller die 100 Abonnenten zusammen gehabt. Und warum habe ich nicht so viele Views? Und warum finden die Leute mich nicht? Oder warum, ja, was auch immer. Über solche Sachen denkt man natürlich automatisch immer nach. Und auch so ein bisschen, was kann man halt ändern, um halt mehr Zuschauer zu bekommen, was kann man optimieren. Aber ja, ich habe auch die Frage gestellt bekommen, ob ich oft Eigenwerbung mache, um mehr Zuschauer zu bekommen.
Das beispielsweise mache ich halt nicht und ich will das eigentlich auch gar nicht machen. Also solange wie ich nicht, sage ich jetzt mal, selbst jetzt anfange mit Monetarisierung und so und dass ich halt mich selbst dann richtig anfange irgendwie zu vermarkten oder sowas. Es ist auch so ein bisschen so, ich sag mal, wie so ein Experiment, einfach mal herauszufinden, okay, ich mache jetzt hier mein Ding und schreibe hier und da halt mal ein paar Kommentare oder so, um ja, um quasi so ein bisschen sich selbst links zu machen. Also nicht links in dem Sinne, dass man unter irgendein fremdes Video schreibt, hier, checkt mal meinen Kanal aus, Leute, sondern indem man halt unter irgendein Video einen Kommentar schreibt, der halt schon was mit dem Video zu tun hat. Aber ich meine, so finden einen ja die Leute. Gerade am Anfang, wenn man dann halt sehr viel bei anderen Let's Playern schreibt, das habe ich ja schließlich auch so gemacht. Und ja, an dieser Stelle nochmal danke an Udwin LP und auch an Kabulator, die mich da gerade am Anfang sehr unterstützt haben. Die ich ja sozusagen, also Udwin LP hatte ich gefunden und habe dann angefangen bei ihm zu schreiben. Und daraufhin hat er sich dann meine Videos angeguckt, aber auch Kabulator ist dann dadurch auf meinen Kanal aufmerksam geworden und das hat mir einen ordentlichen Startschub gegeben und ich glaube, ohne die beiden, vor allen Dingen ohne Udwin, würde ich jetzt noch bei 15 Abonnenten vielleicht rumdümpeln. Naja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber so gefühlt irgendwie. Ja, also ich würde halt gerne einfach wissen, wie weit ich halt wirklich komme, ohne dass ich jetzt wirklich progressiv irgendwie Werbung für mich mache oder sowas. Obwohl ich jetzt auch schon mit dem Gedanken gespielt habe, auch so vielleicht mal ein Vorstellungsvideo oder so bei auch speziellen YouTube-Kanälen zu machen, die halt wirklich so Vorstellungsvideos halt hochladen. Also gibt es ja ein paar. Bei den Let's Player-Vorstellungen, die ich bisher immer so gesehen hatte, war ich allerdings auch immer ein bisschen vorsichtig, weil es da auch irgendwelche Leute gab, die haben dann halt so, also die haben nicht nur Let's Player vorgestellt, sondern die haben halt quasi die Let's Player bewertet, nach teilweise Kriterien, wo ich mir gesagt habe, hallo? Und das dann wieder, also das ist halt vielleicht das, was ich an alle Let's Player nach draußen geben würde, macht einfach euer Ding und macht euch nicht von solchen Kriterien abhängig. Also ich meine, ja, klar, es gibt so ein paar Sachen, die mag halt die Mehrheit. Und wenn man sich nicht an die hält, dann wird man halt nicht die Mehrheit auf seine Seite ziehen können. Aber es findet sich immer irgendjemand, der diese Videos mag. Und solange wie man diese Leute hat, ist doch alles in Ordnung. Dann braucht man sich nicht an solche, also dann braucht man sich nicht in solche, ja, weiß ich nicht, solche Rahmen reinzupressen, solche Strukturen, solche Vorgaben. Ich glaube, Vorgaben war das Wort, was ich jetzt gerade gesucht habe. Ja. Und jetzt habe ich aber immer noch nicht beantwortet, wo ich eigentlich mein Ziel sehe, außer dass ich die Projekte gerne fertig machen würde und dass ich gerne ausprobieren würde, wie weit ich halt komme. Aber im Grunde genommen ist es das eigentlich, weil, also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie lange ich Zeit und Lust haben werde, sage ich jetzt mal, Let's Plays zu machen. Ich meine, solange wie es treue Zuschauer gibt, ist es natürlich sehr motivierend und sehr ermutigend und dann macht es halt auch einfach Spaß. Aber es kann immer irgendwas kommen, wo man dann halt irgendwann so denkt, naja, eigentlich, ich habe jetzt was anderes für mich entdeckt und dann dünnt es so ein bisschen aus und dann ist es dann halt irgendwann vorbei. Das wird nicht in nächster Zukunft sein, aber das kann halt irgendwann passieren. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wann das passieren wird. Es ist jetzt jedenfalls nicht so, dass ich sage, ich will jetzt unbedingt die und die Abonnentengrenze erreichen oder so und so viele Videos machen. Es ist halt wirklich nur so, dass ich das vielleicht so ein bisschen davon abhängig mache, was ich gerne für Projekte noch schaffen würde. Und solange wie die nicht im Kasten sind, würde ich halt nur ungern aufhören. Aber momentan
bin ich noch bestens dabei, trotz der langen Pause und trotz manchmal auch Motivationslöcher, die gehören halt einfach dazu. Ja, habe ich noch sehr, sehr viel auf dem Plan, habe ich noch sehr, sehr viel vor und bin ja quasi auch mit 100 Abonnenten vielleicht auch erst am Anfang einer, ja, eines sehr weiten Weges. Schauen wir einfach mal. Ich habe also keine Ahnung, was passieren wird. Ja, dann ist jetzt die Frage, ja, mehr oder weniger die letzte Frage eigentlich, was denn für Let's Plays als nächstes kommen? Wo jetzt auch die Fragen noch mit reinspielen, nach bestimmten Let's Plays, ob die kommen, wie zum Beispiel wurde ich gefragt nach Amnesia The Dark Descent. Ja, also ich könnte mir halt durchaus vorstellen, zu Amnesia A Machine for Pigs eins zu machen, weil das, muss ich sagen, für mich persönlich noch krasserer Horror ist als der The Dark Descent, weil ich das irgendwie noch, also so Maschinen, die halt irgendwo in, also riesige Maschinen, die in irgendeiner Dunkelheit vor sich hinarbeiten und dann halt irgendwas bewerkstelligen, bei dem man nicht genau weiß, was es ist, das finde ich irgendwie, ist noch eine viel krassere Vorstellung als einfach nur ein dunkler Keller, wo was irgendwie rumschleicht, naja. Ist aber auch so, dass ich zu The Dark Descent auch schon ein Let's Play gesehen habe, ein sehr gutes, und deswegen also jetzt halt nicht, mich wahrscheinlich nicht genug dafür motivieren könnte, sage ich jetzt mal, den Grusel auszuhalten, weil ich halt schon weiß, wie es ausgeht. Und auch schon ungefähr weiß, was kommt. Also das wird es wahrscheinlich nicht geben. Ja, aber wie ich das mit Machine for Pigs mache, weiß ich noch nicht. Also das wird wahrscheinlich, wenn, dann halt auch mal irgendwann kommen oder irgendwann mal spontan zwischendrin. Ja, ansonsten, wie es jetzt erstmal weitergeht, also demnächst geht es jetzt erstmal weiter wie gehabt. Wobei, also Divine Divinity wird jetzt erstmal weitergemacht. Dann kommt hin und wieder mal ein Slender-Video, Floyd wird weitergemacht und bei Tomb Raider kommt dann jetzt hoffentlich irgendwann mal das Special. Und dann geht es auch da weiter. Wenn ich das mit dem Special nicht hinbekomme, dann lasse ich das Special erstmal bleiben und mache erstmal so weiter. Aber das finde ich persönlich natürlich sehr schade, weil ich bin dann halt auch so perfektionistisch und würde es halt dann schon gerne fertig haben und so. Naja. Ja, und nach Divine Divinity kommt dann halt entweder ein anderes Rollenspiel oder dann gleich die Dragon Knight Saga, also sprich Divinity 2 mit also Ego Draconis und Flames of Vengeance. Das ist ja quasi so ein Paket, wobei da halt manche, ich glaube, manche Quests sind so ein bisschen anders und manche Gegenstände sind so ein bisschen anders in der Dragon Knight Saga im Vergleich zu den beiden Einzelteilen. Ja, und es wird demnächst auch, also ich sage immer demnächst, es kann sich um, ich sage jetzt mal um die nächsten 3 Monate da dann vielleicht handeln, wird es dann auch nochmal ein anderes RPG-Maker-Spiel geben. Also ich habe schon angefangen, Aufnahmen zu machen, aber ich muss erst mal gucken, wo das jetzt genau hinführt und ob das alles so wird, wie ich mir das vorstelle. Ja, wieder mein persönlicher Perfektionismus. Und auch da wird es dann vielleicht mal irgendwie dann hin und wieder mal was zwischendurch geben. Also so über das nächste Jahr verteilt kommt dann vielleicht mal hin und wieder eins zwischendrin. Oder halt auch irgendwelche anderen kleinen Sachen mal spontan zwischendrin. Also je nachdem, was, über was ich so gerade stolpere oder was ihr mir vielleicht in den Kommentaren anbietet, sage ich jetzt mal. Vielleicht finde ich da ja was Nettes. Also ich habe schon wieder ein paar Sachen da auf meiner Liste. Möchte jetzt halt auch nicht wieder zu viel verraten, ne? Also ich weiß, das ist eigentlich ist der Sinn der Frage, aber ich lasse mir so ungern in die Karten gucken. Ich möchte euch auch noch ein bisschen überraschen. Ja, aus dem Divine Divinity Universum oder überhaupt aus dem Divinity Universum kommt dann eventuell noch Beyond Divinity, wobei ich dafür halt, wie gesagt, relativ viel Motivation brauche, weil mir das persönlich vom Gameplay her halt wirklich nicht sehr viel Spaß macht und da halt wirklich die Motivation ist, dass ich halt höchstens mal die Story erfahren würde gerne. Und ja, das muss ich mir noch überlegen, wie und vor allen Dingen, wann ich das dann aufziehe oder ob ich es halt überhaupt mache.
Ja, und wie das dann mit dem Dragon Commander ist oder Original Sin, was dann Divinity 3 ist, was ja irgendwann dann auch kommen wird, das weiß ich noch gar nicht. Also das lasse ich mir jetzt auch offen. Das ist ja auch, also wenn ich jetzt an das Tempo denke, mit dem ich hier gerade vorwärts schreite, ist das ja auch noch ferne Zukunftsmusik, sage ich jetzt mal. Ja, das gleiche gilt dann den Nachfolger von dem großen Tomb Raider-Projekt. Da kommen dann halt, wie gesagt, wahrscheinlich dann noch die neueren Teile, angefangen mit Angel of Darkness, dann Legend und Underworld. Und nicht Tomb Raider 2013. Ja, mal gucken, was sie nach Tomb Raider 2013 dann bis dahin noch produziert haben. Ansonsten gibt es ja auch sehr schöne Fanlevel, wo ich dann auch schon hier die eine Demo mal gespielt habe, Tomb Raider Silent Hill. Da gibt es auch sehr schöne, ja, komplett erstellte Level, sage ich jetzt mal, wobei ich zugeben muss, dass die teilweise einen sehr, sehr knackigen Schwierigkeitsgrad haben. Und da müsste ich dann halt auch erstmal sehen. Ja, ein anderes großes Projekt, was dann noch kommen wird. Und ja, ich weiß noch nicht wann. Ich werde es halt, also ich werde nicht warten, bis das komplette Divinity-Universum abgeschlossen ist und das große Tomb Raider-Projekt, sondern ich werde es dann irgendwann mal nach Zeit und Motivation und wie auch immer, dann halt mal dazwischen schieben, indem ich die anderen Sachen pausieren lasse. Ja, und zwar ist das Spellforce. Aber ich werde zu Spellforce kein klassisches Let's Play machen, weil ich da halt auch schon sehr viel von Udwin gesehen habe. Und also, er hat es halt als klassisches Let's Play gemacht und ich will ihm das halt einfach nicht nachmachen. Aber ich würde da ganz gerne halt so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Also so, das als. Ich nenne es in meinem Kopf gerne Spellforce Cinematic. Also würde ich es gerne so ein bisschen so aufziehen, einfach, dass es Teile geben wird, die halt wie ein Let's Play sind, wo ich dann halt ein bisschen was über das Spiel erzähle und was meine Spielerfahrungen damit waren, Strategien erkläre oder was auch immer. Und dann halt auch erkläre, was ich gerade skille und warum und was auch immer. Und ansonsten halt wird es auch aus Zusammenschnitten bestehen, die dann halt mit Musik unterlegt sind. Und was halt das Wichtigste ist, halt, dass man die Hauptstory dann als roten Faden quasi mitbekommt. Also das ist so die Grundidee und meine Vorstellung, wie es halt werden soll. Und ja, also das ist halt auch sehr, sehr komplex und sehr groß und ja, ich stehe da halt noch so ein bisschen am Anfang jetzt ratlos davor, wie ich das am besten angehe, aber ich mache halt nebenbei schon immer Pläne dafür und habe so Ideen, was ich da halt reinbringen kann. Und ja, also ich habe zwar noch nichts explizit dazu gebastelt, aber ich habe schon Notizen dafür und wie gesagt Ideen. Und irgendwann werde ich dann mich da auch mal hinsetzen, richtig, und mal einfach anfangen und mal gucken, wie das halt alles funktioniert und ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, und ich hoffe, dass ihr dann auch irgendwann das Ergebnis genießen dürft. Denn Spellforce ist halt, wie gesagt, auch für mich einfach ein sehr, ja, wie soll ich sagen, also ein Spiel gewesen, was mich halt wirklich auch sehr mitgerissen und beeindruckt hat und, wo ich halt auch sagen würde, dass es halt ein Spiel ist, das ich wirklich gerne auf irgendeine Art und Weise auch zeigen möchte und mit Zuschauern teilen möchte. Und ja, und weil ich mir halt nicht vorstellen kann, dass ich das als klassisches Let's Play durchhalten würde und dass ich das in irgendeiner Art und Weise, ja, also ich glaube halt, es wäre wirklich dann nur irgendwie ein Abklatsch von Udwin und das möchte ich halt einfach nicht und deswegen mache ich es halt auf diese Art und Weise. Dann wären es erstens weniger Videos und ja, und zweitens kriegt man dann, also es ist halt anders und man kriegt dann halt die Hauptstory mit und ja, wie gesagt, ich bin da mal sehr gespannt. Ja, ansonsten gibt es dann jetzt hier noch ein paar Spiele, die halt so einfach rumstehen und die ich schon die ganze Zeit immer mal spielen wollte und wo ich jetzt noch nicht so genau weiß,
Ob ich, also wo ich eigentlich schon Lust hätte, ein Let's Play dazu zu machen, aber ich teilweise noch nicht genau weiß, ob sich das überhaupt als Let's Play anbietet. Und die dann irgendwann vielleicht mal kommen werden oder auch nicht kommen. Ja, ihr könnt ja einfach mal eure Meinung dazu auch mit in die Kommentare schreiben oder macht ihr ja vielleicht dann sowieso. Und zwar ist es zum einen auch Alice Madness Returns. Da habe ich auf jeden Fall sehr große Lust drauf, das endlich mal zu spielen. Das steht jetzt hier schon auch seit anderthalb Jahren rum. Das habe ich quasi mehr oder weniger bekommen, als ich gerade angefangen habe mit Let's Playen und wollte das eigentlich spätestens ein halbes Jahr später machen. Aber wie das halt dann doch sich so entwickelt hat, ja, ist es halt nichts geworden bisher. Und ich hoffe, dass aber irgendwann mal was wird. Und ich glaube, das eignet sich halt auch sehr gut als Let's Play und wahrscheinlich auch als blindes Let's Play. Was den Vorgänger dazu betrifft, also ich bin eigentlich immer Perfektionist und würde dann eigentlich, wenn ich irgendeinen Teil von einer Reihe spiele, dann würde ich halt gerne mit dem ersten anfangen. Aber bei dem ersten gibt es halt schon ein sehr, sehr gutes Let's Play, was ich auch schon zweimal gesehen habe. Und ich habe erst danach quasi die Reihe überhaupt kennengelernt und das erste Spiel gespielt. Das heißt, ich bin da auch nicht, also ich habe da, also sämtliche Spielerfahrungen sind auch quasi mehr oder weniger mit dem Let's Play verbunden und deswegen wird es halt auch nur wieder so ein bisschen nachgemacht. Ja, da werde ich dann wahrscheinlich euch einfach den Link zu dem anderen Let's Play geben, damit ihr dann auch über den ersten Teil Bescheid wisst, wenn ihr den zweiten nicht ohne den ersten gucken wollt. Ja, also das wird dann wahrscheinlich so etwa passieren. Ja, das nächste ist das vor langer, langer, langer Zeit angekündigte Adventure. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, am Ende von Limbo, beziehungsweise am Anfang von Divine Divinity habe ich es mal angesprochen, dass ich gerne noch ein Adventure machen würde. Und zwar ist das Riddle of the Sphinx. Ja, es ist ein Adventure, was, glaube ich, kaum jemand kennt. Und es gibt es auch nur auf Englisch. Und das Problem ist aber, dass ich, also wie gesagt, man kann es halt nicht unter Windows 7 spielen. Und man kann es auch nicht mit Fraps aufnehmen. Inzwischen habe ich zwar ein Aufnahmeprogramm gefunden, womit ich das halt machen könnte. Nämlich das, womit ich auch Floyd aufnehme. Das ist, glaube ich, Hypercam. Das ist auch kostenlos. Das müsste ich halt darüber mal machen. Aber ich bin nach wie vor dem gleichen Problem. Ich habe immer noch keine Windows XP-Umgebung auf meinem Rechner gebastelt. War aber die Motivation bisher noch nicht groß genug und ich habe ja bisher auch einfach noch genug andere Spiele zu spielen gehabt, sage ich jetzt mal. Aber das wird auf jeden Fall kommen und weil es halt thematisch sehr gut passt, wird es halt spätestens dann kommen, wenn auch Tomb Raider 4 online geht. Ja, was ist Riddle of the Sphinx eigentlich? Also es ist halt ein Adventure, wie gesagt, ein Point-and-Click-Adventure. Was allerdings halt sehr, naja, ich will auch nicht sagen realistisch ist, aber was halt teilweise Originalschauplätze, wo man halt als Tourist auch gar nicht ran kann, dass man die dann da quasi erkunden kann. Also man kann dann quasi authentisch die Schächte in der großen Pyramide da erkunden und das ist schon sehr spannend. Und ich meine, ja, es ist natürlich von der Story her, es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt, ja, also sehr, sehr nett und zwar nicht gerade leicht. Aber ja, ich freue mich halt trotzdem auf gewisse Art und Weise drauf und mal gucken. Und auch davon gibt es dann einen zweiten Teil, bei dem ich schon weiter bin, was das Spielen betrifft. Den habe ich mal vor langer Zeit gespielt. Und ja, also wenn Riddle of the Sphinx einmal im Kasten ist, dann ist dann der zweite Teil Omega Stone auch nicht mehr so das große Problem. Aber da hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf, das mal mit euch zu teilen und das zu Let's Playen. Ja, andere Adventures, die jetzt hier noch rumliegen, sind To the Moon und The Whispered World. Habe ich beide noch nicht angespielt. Bei To the Moon weiß ich aber, dass das ein sehr, sehr schönes Spiel ist. Hat so ein bisschen diese RPG-Maker-Grafik, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das, also ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, aber es kann auch sein, dass es sogar einfach ein RPG-Maker-Spiel ist.
was sie ein bisschen aufgepeppt haben und was sie dann halt auch verkauft haben. The Whispered World, ja, hat mich einfach spontan angesprochen und ja, bin ich auch mal einfach sehr neugierig drauf. Also beide komplett blind. Runaway habe ich vor einiger Zeit ja schon mal gespielt und da hätte ich eigentlich auch mal irgendwann wieder Lust drauf. Ja, das waren die Adventure. Dann haben wir noch ein paar Rollenspiele. Angefangen mit der Gothic-Reihe. Ja, also ich habe unglaublich Lust drauf, auch ein eigenes Let's Play zu Gothic 1 zu machen. Ja, wie ich das zeitlich einrichte, weiß ich noch nicht. Bisher war der Plan, dass es halt auf jeden Fall auf die Umfrageliste kommt für das, was nach Divine Divinity dran ist. Ja, ich lasse mich mal überraschen, wie ihr das seht und wie ich das dann sehe, wenn ich mit Divine Divinity durch bin und wie das dann alles wird. Ich könnte mir auch vorstellen, noch Gothic 2 zu machen, die Nacht des Raben. Gothic 3 dagegen wird nicht kommen, definitiv nicht. Dazu ist es einfach zu groß und zu komplex. Und ja, also wenn dann halt höchstens wieder Arcania, wie ich dann diese Lücke irgendwie mit Inhalt fülle, weiß ich noch nicht. Aber ja, aber auch das ist noch sehr, sehr ferne Zukunftsmusik, denn schon allein Gothic 2 wird mit meinem Tempo wahrscheinlich mindestens 3 Jahre dauern. Naja, ich hoffe ja, dass ich dann irgendwann auch ein bisschen mehr Routine da noch reinbekomme und dass es dann halt auch wieder flüssiger geht, wenn es mein Leben ja jetzt auch wieder ein wenig stetiger verläuft, sage ich jetzt mal, mit meinem neuen Job. Ja, schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Ein anderes Rollenspiel, was ich hier rumliegen habe, ist Venetica. Das ist auch nur ausgeliehen und auch deswegen werde ich es halt entweder demnächst einfach so spielen oder ich mache noch ein Let's Play damit. Also ich habe es bisher angespielt, hat mich sehr angesprochen und ja, auch das wäre ein potenzieller Kandidat für die Umfrage. Und ja, aber wenn ihr euch dagegen entscheiden solltet, dann werde ich es wahrscheinlich dann einfach offscreen spielen und dann auch wieder zu seinem Besitzer zurückgeben oder mir dann vielleicht auch selber kaufen, je nachdem. Ja, das wäre das. Und dann, was jetzt kein klassisches Rollenspiel ist und was jetzt eigentlich auch nicht für die Umfrage geplant war, ist noch das Spiel Sansara. Ich spreche es jetzt einfach mal so aus. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie japanisch ausgesprochen wird. Es ist, wie derjenige, der mir das Spiel damals in die Hand drückte, so schön sagte, es ist ein Elfen-Pokémon für Erwachsene oder ich sag mal so, eher ein bisschen reifer als, also nicht direkt für Erwachsene, aber ein bisschen reifer als das klassische Pokémon. Ja, keine Ahnung, ob das im Endeffekt wirklich so ist, aber ja, nach allem, was ich gesehen habe, klingt es halt schon sehr interessant und ja, also ich hätte da halt auch sehr viel Lust drauf. Ich weiß, es ist der Depp vom Dienst hat beispielsweise schon ein Let's Play dazu gemacht, wo ich jetzt noch nicht reingucken möchte, bevor ich mir nicht selbst noch ein Bild von dem Spiel gemacht habe. Aber falls das für euch interessant klingt und falls ihr nicht warten könnt, bis ich das mal jetzt hier irgendwie darbiete, dann schaut einfach mal bei ihm rein. Ja, das zu den Rollenspielen. Und dann haben wir noch, ja, also ich habe mir noch neulich bei Steam Mirror's Edge gekauft. Auch da hätte ich irgendwie Bock drauf, aber da muss ich sagen, habe ich gar keine Ahnung, ob das überhaupt für mich Let's Play geeignet ist, das muss ich erstmal noch herausfinden. Gleiches gilt für diverse Horrorspiele. Also Resident Evil ist mittlerweile auf meiner möchte ich auf jeden Fall machen Liste, weil es einen Zuschauer gibt, der das halt sehr, sehr gerne sehen würde und alles, was er dazu geschrieben hat, hat mich schon sehr, sehr neugierig drauf gemacht. Und auch wenn es wahrscheinlich eine sehr, sehr schlimme Herzkasper-Erfahrung für mich werden wird, würde ich es gerne irgendwann mal durchziehen, aber wann es kommt, wie immer, weiß ich halt noch nicht.
Ja, vorinstalliert auf meinem Rechner ist auch schon Penumbra in all seinen Ausführungen. Also gibt es irgendwie Overture und Black Plague und noch irgendwas. Also drei unterschiedliche, sag ich jetzt mal, Story-Episoden. Und Penumbra kannte ich halt vorher noch nicht. Ist von den gleichen Machern wie Amnesia. Funktioniert also vom Prinzip her ähnlich, nur dass es halt, sage ich jetzt mal, nicht so, also dass es quasi in der Moderne spielt und dass es um wohl unterirdische Bergwerke und Trakte und sowas geht. Und ja, gibt es, glaube ich, also zumindest Overture gibt es nur auf Englisch. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es mit den anderen Teilen aussieht. Ja, auch das muss ich halt erstmal ausprobieren, inwieweit das Let's Play geeignet ist. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, dann die Horror-Ecke auch fortzuführen, wenn ich den Slender irgendwann mal schaffen sollte. Ja. Ja, dann ist dann auch noch Alan Wake. Auch da hätte ich Lust drauf, das auszuprobieren. Aber auch da muss ich erstmal ausprobieren, inwieweit das auch Let's Play geeignet ist. Spontane Ideen, was Horror oder zumindest düstere Spiele betrifft, waren von meiner Seite her dann noch Anna oder The Path. Aber ich glaube, spätestens für The Path brauche ich noch sehr viel mehr Let's Play-Erfahrung, bis ich das angehen kann. Und ja, da weiß ich auch noch nicht, ob das überhaupt jemals kommen wird. Anna könnte ich mir dann schon eher vorstellen. Aber auch das ist nur so was, was ich irgendwo mal aufgeschnappt habe, wo ich irgendwo mal ja, Trailer dazu gesehen habe und Bilder und dachte, Mensch, das sieht verdammt interessant aus. Ja, und last but not least wird es noch ein Projekt geben, was ich auch auf jeden Fall durchziehen möchte. Wo ich jetzt den Namen nicht nennen möchte, weil man es nicht kennt. Aber weil alles, was ich dazu auf YouTube gefunden habe, ein meiner Meinung nach völlig falsches Spiel, meiner Meinung nach völlig falsches Licht auf das Spiel wirft und man sich, glaube ich, dadurch das Gucken der Trailer auch das so ein bisschen versaut. Und deswegen möchte ich das ja hier dann dabei belassen. Ja, das war so der Ausblick. Es ist, die Liste ist sehr, sehr lang. Es stehen auch noch ein paar andere Namen jetzt mit drauf, die ich jetzt nicht genannt habe, wo ich halt dann jetzt noch, ja, was halt so spontane Ideen waren, von denen ich jetzt erstmal wieder auch ein bisschen abgekommen bin und ja, mal gucken, was dann halt noch so gibt. Und ja, wie gesagt, ich höre euch auch zu, wenn ihr in die Kommentare irgendwas schreibt und ja, ich lasse mir ja, wie gesagt, ungern, also ich lasse mich ungern auf irgendwas festnageln, weil ich das halt wirklich sehr davon abhängig mache, worauf ich halt gerade Lust habe. Ja, das waren jetzt, ich habe keine Ahnung, wie lang jetzt das Video geworden ist. Sehr, sehr lang. Aber das, meine lieben Leute, war das 100 Abonnenten-Special. Ich bedanke mich für alle, die sich hierher durchgeboxt haben und mir tatsächlich so lange beim Brabbeln zugehört haben und die das auch interessiert hat. Und ich habe mich jedenfalls sehr gefreut über die ganzen Fragen und freue mich immer noch über den 100 plus Abonnentenstamm und ja, vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank für die Unterstützung und ja, dann werden wir einfach mal durchstarten. Es gibt genug zu tun. Und dann sehen wir uns dann wieder im Spiel. Und bis dahin, macht's gut!